like a fine perfume with the scent of love. Zweites Paar in diesem Finale, das wir sehen mit der Startnummer 73. Valentin Voronov von Dalina Imrikova, Russian Federation. Thank you. Und wir kommen zum dritten Paar in diesem Finale mit der Startnummer 37 aus Deutschland. Marius André Balan und Nina Dezubova. Die Auslosung hat als nächstes ergeben, dass wir das Paar mit der Startnummer 59 sehen. Wir begrüßen in diesem Finale aus Moldawien, from Moldova, Gabriele Goffredo und Anna Matus.
Thank you. Und nun, meine Damen und Herren, sende ich das Paar dran, das ich Ihnen schon mehrfach genannt habe, mit der Startnummer 34. Wir begrüßen in diesem Finale aus Frankreich und Franz Jean-Guillaume Schmidt und Elena Salikova. Und nun ein Paar fehlt uns noch in diesem Finale der Weltmeisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen. Wir begrüßen mit der Startnummer 45, Couple Number 45 from Italy, Agnello Langella und Christina Moschenska. Sechs Paare im Finale und wir sehen auch alle in dieser Samba noch einmal gemeinsam auf der Fläche. Haben jetzt ein paar Sekunden Zeit, sich zu erholen und dann kommen sie noch mal zu einer abschließenden Runde, sodass die Wertungsrichter einmal die Paare einzeln sehen und dann auch noch mal vergleichen auf der Fläche. Wenn Sie noch andere Paare, Standard oder Latein, auf der Fläche sehen wollen im nächsten Jahr, dann können Sie das zum Beispiel beim Summer Dance Festival machen oder auch beim Blauen Band der Spree. Da ist in den Programmheften schon drin, wie die Termine sind, wo das Ganze stattfindet. Und auch dort wird hochklassiger Tanzsport Ihnen geboten. Es sind auch dort Weltranglistenturniere mit dabei. Also schauen Sie rein, notieren Sie sich am besten einmal diese Daten und kommen Sie dann doch einfach auch mal mit dazu. Das findet auch hier statt in der Max-Schmeling-Halle, jedenfalls das Summer Dance Festival und das Blaue Band der Spree, das findet im SC Siemens statt. Und nun bitte ich nochmal alle sechs Finalisten auf die Fläche
zu einer gemeinsamen Samba. Couples, please come on the floor for your Samba. Und natürlich, die waren so begeistert vorhin. Ich denke, sie sind es jetzt auch. Und wir sehen nun nochmal von unseren Finalisten gemeinsam auf der Fläche Samba. Ja, meine Damen und Herren, die nächsten Tänze, die werden Sie wieder sozusagen in gewohnter Art von den Paaren sehen, gemeinsam auf der Fläche. Und wenn Sie sich jetzt gleich sagen, Herr Professor, wir ja nicht gleich tanzen, also müssen wir auch ein bisschen nochmal durchatmen können alle. Und außerdem laufen jetzt die Slow Motions im Fernsehen, denn der RBB ist ja dabei. Es wird live übertragen und ich freue mich natürlich, dass der RBB auch diese Weltmeisterschaft überträgt, damit alle mit dabei sein können, die heute nicht hier in der Halle sein können. Und schicken wir einfach genau einen Applaus an den RBB, damit er auch weiterhin das Ganze macht. Und wir können jetzt auch weitermachen mit dem nächsten Tanz. Next Dance, Cha-Cha-Cha.
Thank you, couples. Es ist einfach toll, diese Paare zu sehen und diese Leistung zu bewundern. Ich bewundere aber auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, die bei dieser Veranstaltung dabei sind und diese Veranstaltung gestalten. Und ein Dank von mir, von Ihnen allen sicherlich, an die vielen ehrenamtlichen Helfer. Thank you to all volunteers for this World Championship. Und wir machen weiter mit dem nächsten Tanz, mit der Rumba. Thank you, couple, for this fantastic rumba with so many emotions. Thank you so much. Yeah, California Dreamings. Von Kalifornien träume ich auch manchmal. Warum erzähle ich dann aber nachher im Zweiergespräch? Wir wechseln nämlich natürlich von Kalifornien wieder hier nach Europa. Denn als nächstes steht der Tanz auf dem Programm, bei dem sich alle Paare schon positionieren. Und wir sehen jetzt von unseren Finalisten den Paso Doble. Thank you.
Thank you, couples. Ja, meine Damen und Herren, so schnell geht das schon im Finale. Ein Tanz fehlt uns noch und dieser Tanz, der wird wieder als Solotanz präsentiert. Sie haben also genauso wie die Wertungsrichter Gelegenheit, sich die Paare ganz genau anzusehen. Natürlich auch anzufeuern, denn davon leben ja die Paare von ihrem Applaus. Und die Leistung, die steigert sich natürlich auch entsprechend. Und in diesem Solotanz ist die Reihenfolge selbstverständlich auch wieder ausgelost worden. Und als erstes Paar bei diesem Solotanz, da sehen wir das Paar mit der Startnummer 73. Ich bitte auf die Fläche für den ersten Solotanz im Jive, das Paar mit der Startnummer 73, wenn es denn soweit ist. Couple number 73, please. Your dance, your first dance. Giant. Vielen Dank. Thank you. Und ich rufe das nächste Paar für den Jive auf die Fläche mit der Startnummer 37. Als nächstes sehen wir das Paar mit der Startnummer 34 im Jive. Day.
Thank you for your jive. Und als nächstes sehen wir das Paar mit der Startnummer 72, Couple Number 72. Thank you for your jive. And next couple is couple number 59. Thank you very much, and now the last couple in this final jive. Bitte das Paar mit der Startnummer 45, Couple Number 45. Thank you so much to all couples of this final of the 2013 WBSF World Dance Sport Championship
Latin. So, jetzt gibt es genau 30 Sekunden. 30 Sekunden haben die Paare Zeit, um sich zu erholen. Und dann gibt es die abschließende Runde im Jive, die gemeinsame Runde. Das gibt mir Gelegenheit, beim Ausrichter mich zu bedanken. Thank you for the organizer. Und ich möchte stellvertretend mich bedanken bei dem Präsidenten des Landestanzsportverbandes Berlin. Vielen Dank, Thomas Wehling. Und vielen Dank auch an deine Crew für diese fantastische Organisation, insbesondere auch an Thorsten Süpke, an Stefan Bartholomä und an Hendrik Hennecke. Vielen Dank. Ich bitte alle Paare auf die Fläche. All couples, please come to your final jive on the floor. Und wenn ich das Zeichen bekomme von unserem Chairman, dann sehen Sie noch einmal etwas Jive von den Paaren. Unterstützen Sie noch einmal die Paare bei dieser Weltmeisterschaft in Berlin 2013. Jive bitte! Thank you, competitors, for such a fantastic final and a fantastic World Championship. We are very glad to have you here in Berlin for the 2013 WDSF World Transport Championship. Fantastisches Publikum. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we need some minutes for the results. Sixth place, couple number 73, Valentin Voronov and Alina Imrekova, representing Russian Federation. My bows and my
fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I'm gonna lose. Der fünfte Platz, fifth place, couple number 72, Timur Imametinov and Ekaterina Nikolaeva, representing Russian Federation. Russian team together. Couple number 34, Charlie Schmidt and Elena Zarikova, representing France. So, meine Damen und Herren, jetzt wird es schon spannend. Jetzt geht es um die Medaillenränge. Dritter Platz und Gewinner der Bronzemedaille. Third place and winners of the bronze medal. Couple number 37 from Germany, Marius André Bala, Nina Vetsubova. Die Medaillen werden von Carlos Freitag überreicht, dem Präsidenten des Welttanzsportverbandes.
Runde des ganz besonders Erscheinens. Eines dieser beiden Paare wird Weltmeister. One of these couples will be world champion. Nobody knows who. I know it. I know it. Meine Damen und Herren. Second place. Winner of the silver medal. Couple number 59 from Moldova. Gabriele Goffredo, Anna Matos. Auch hier natürlich die Medaillen, die Ehrenpreise und die Urkunden, die Blumen, die Anerkennung, der Applaus von uns allen. Und nun, meine Damen und Herren, now ladies and gentlemen, the World Dance Ball Champion Latin 2013, couple number 45, Agnello Nagella, Cristina Moschitska, representing Italy. Congratulations to World Champion 2013. Zusammen mit allen anderen Finalisten uns einen wunderbaren Abend beschert haben, die Tanzsport auf allerhöchstem Niveau gezeigt haben und demonstriert haben, welche tolle Trainingsleistung umgesetzt wird in einem solchen Wettkampf. Herzlichen Dank allen Finalisten. Thank you very much to all finalists of this World Championship. Thank you again. Please rise to honor the national flag and anthem of Italy.
Congratulations again. And now, ladies and gentlemen, if we are taking some photos. Well, now is opportunity. Oh, keep smiling. It was a very successful day. Thank you, and now the Dance of Honor, our Champions. Wir sehen noch einen Ehrentanz von unseren Champions, von den Weltmeistern 2013. Und das ist bestimmt auch Ihr Lieblingstanz. Jetzt nehme ich nochmal ein Jive von den zwei. Das war sie, die Weltmeisterschaft 2013 in den lateinamerikanischen Tänzen. Ladies and gentlemen, this is finished of the 2013 WDSF World Dance Sport Championship Latin.